ein Gigant mit unbegrenzter Energie, der Menschheit zu Diensten. Atomkraftanlagen können schon in nächster Zukunft Wirklichkeit werden. Die Stromversorgung ganzer Städte wird künftig durch Atomkraft möglich sein. Auch die Transportsysteme der Zukunft wird die Atomkraft revolutionieren. Im rechten Augenblick fand der Mensch ein Mittel, die drohende Energieverknappung zu überwinden. Das ist die Gnade des Atomzeitalters. Wie stark diese Atomenergie hier auch von der Politik als die große technologische Zukunft angesehen wurde, das ermisst sich daran, dass seinerzeit etwas gemacht wurde vom Staat, was es vorher in dieser Form überhaupt nicht gegeben hat. Es wurden zwei große und drei kleinere Forschungszentren gegründet. Die beiden großen in Jülich und Karlsruhe, die heute noch bestehen, hatten jeweils etwa 3000 Mitarbeiter. Das war eine Dimension von Forschungszentren, die es bis dahin gar nicht gegeben hat. Und natürlich entsprechend waren die Mittel des Staates, die dort reingingen, ganz abgesehen, dass noch mehr Mittel in die Industrie ging, um die Industrie anzureizen, jetzt das, was mit der Atomenergie eigentlich gemacht werden sollte, auch wirklich zu machen. Die Elektrizitätswirtschaft, die stand eher reserviert gegenüber, hatten ihre Kohle, aus der sie den Strom machten, und waren überhaupt nicht die Treiber. Das war im Gegenteil, die wurden vom Staat getrieben, doch endlich jetzt etwas zu tun. Ich war in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre bis Ende, wissenschaftlicher Assistent am Institut für Thermodynamik der Technischen Hochschule München und interessierte mich natürlich auch dafür, für die Atomenergie, aber dass ich so besonders ergriffen worden sei, das kann ich eigentlich nicht sagen. Man war vielleicht als angehender Ingenieur auch nüchterner gegenüber solchen Dingen, als es das große Publikum war. Nicht, dass ich an die große Erlösung der Menschheit durch die Atomenergie geglaubt hätte, sondern es war sehr interessant, dort zu arbeiten. Und deswegen nahm ich dann eben auch damals ein Angebot an, in der Industrie, in der Atomindustrie zu arbeiten. Das war 1959. Ende der 50er Jahre war für die an der Materie wirklich nahe dran arbeitenden Wissenschaftler eigentlich klar, dass da nicht viel mehr bei rauskommt als Atomstrom. Bis das dann auch die Öffentlichkeit so erreichte, dauerte es natürlich noch ein paar Jahre, wie das so ist. Wir als die eigentlichen Atomkraftwerksbauer haben uns dafür überhaupt nicht interessiert. Es gab dann eine sehr einfache Vorstellungswelt. Der abgebrannte Brennstoff in Salzstöcke. Und die Vorstellung war sehr simpel. Die reine Existenz von Salzstöcken ist der Nachweis dafür, dass das eine geologisch völlig stabile Formation ist, denn Salz löst sich ja in Wasser auf. Wenn also hier etwa Wassereinbrüche oder dergleichen wären, dann gäbe es diese Salzstöcke nicht. Und damit war die Vorstellung verbunden, naja, die sind dann auch für die nächsten 10.000 Jahre geologisch stabil. Etwas, was sich dann später durchaus nicht so herausgestellt hat. Das, was als gefährlich durchaus auch in der Fachwelt angesehen wurde, war natürlich die Möglichkeit eines großen Unfalls im Atomreaktor selber. Und das ist ja auch die bedeutendste
Gefahrenquelle zunächst auf mittelfristige Sicht, siehe Tschernobyl. Es waren sehr wenige Warner aus den Reihen der Wissenschaft, die darauf aufmerksam machten, Moment mal, hier baut ihr euch etwas sehr Gefährliches dahin. Und wir, die jungen Spunde, die die Atomenergie jetzt hier umsetzten, waren voller Tatendrang. Und die Vorstellung war immer, das lässt sich machen. Das kostet einiges Geld, da müssen wir einiges für tun, aber letztlich lässt sich Sicherheit herstellen. Ich selber zum Beispiel, ich kann ja nur von mir sagen, ich war einfach davon überzeugt, hier muss man so richtig rangehen und dann schafft man das auch. Nicht, dass ich nicht wusste, dass es hier Möglichkeiten gibt im Prinzip für Reaktorkatastrophen, aber es hängt auch ein bisschen mit Jugend zusammen oder sowas. Ich war ja auch damals noch Anfang der 30er, als ich da meine erste Karriere in der Atomindustrie machte. Also Politik reagiert ja auf öffentliche Meinung. Öffentliche Meinung über die Atomenergie wurde hergestellt zunächst einmal durch Versprechungen, die aus den Reihen der Wissenschaft kamen, vornehmlich der Physik. Das hatte eigentlich auch gut zu erklärende Gründe. Die Physik war sehr stark diskreditiert durch die Atombombe. Mit den Versprechungen, aber wenn wir diese Quelle, die wir allerdings entdeckt haben, wenn man sie eben nicht missbräuchlich für Atomwaffen verwendet, sondern für friedliche Zwecke, dann ist das eine große Möglichkeit zur Verbesserung der gesamten Lebensumstände, sowas. Ja? So, und das wurde dankbar aufgenommen von Medien, dann reagiert Politik darauf. Deutschlands erster Atomreaktor entsteht in der Nähe von München. Im Auftrage des Bayerischen Staates baut ihn die Technische Hochschule München mit einem Baukostenaufwand von rund 4,5 Millionen. Dieser Reaktor wird ausschließlich friedlichen Forschungs- und Zwecken dienen. Der Meiler wird in der zweckmäßigen Eiform gebaut. Seine Wandstärke beträgt nur 10 cm bei einer Höhe und Breite von je 30 Metern. Es war nicht so, dass das ursprünglich aus der Politik kam, aber die Politik reagierte sehr schnell darauf. Es wurde ja ein Atomministerium geschaffen. Damals war Franz Josef Strauß der erste Atomminister. Sie müssen sich das vorstellen, was wir für große Industrien haben, die unsere Wirtschaft formen, zu einem großen Teil Chemieindustrie oder Automobilindustrie. Noch nie ist jemand auf den Gedanken gekommen, ein Automobilministerium zu machen oder ein Chemieministerium zu machen. Und es gab ein Wirtschaftsministerium. Da, auch daran können Sie ermessen, welchen Stellenwert das in der öffentlichen Meinung hatte. Und sobald das nun mal geschaffen war, so ein Ministerium, dann muss die Politik aktiv werden. Dann muss sie ja zeigen, dass nun irgendetwas damit geschieht, mit diesem Versprechen, und dass sie das irgendwie umsetzt. Und dann hat sich die Politik richtig draufgesetzt auf die Sache. Ja, also die Politik sorgte einfach zunächst mal dafür, dass Geld da ist. Geld ging einerseits in die Gründung von staatseigenen großen Forschungsinstituten von einer Dimension, wie sie es früher als Forschungsinstitute nie gegeben hatte, und ging zweitens an die Industrie als Mittel, mit denen die Industrie nun entwickeln sollte, Atomreaktoren und alles, was es an Versprechungen so gab. Ja, wenn das geschehen wäre, dann hätten wir natürlich heute einen ganz anderen Anteil an regenerativen Energien. Es gab überhaupt, also Atomenergie ist ja ein Kind, zunächst mal so ab Mitte der 50er Jahre. Und dann vor allen Dingen in den 60er Jahren waren die großen Versprechungen, die dann bis in den 70er Jahren als
dann die Atomkraftwerke wirklich gebaut wurden und sich auch als sehr teuer herausstellten, viel teurer als genau, flaute diese Euphorie ab. Von erneuerbaren Energien war bis 1973 überhaupt nicht die Rede. Der Staat hatte keinen Cent gesteckt in die erneuerbaren Energien, obwohl es Anknüpfungspunkte gab. Es gab auch schon in den 20er Jahren beispielsweise Versuche, die Windkraft industriell zu nutzen. Das war in Frankfurt bei der AEG. Die hatte damals eine Kernenergieabteilung und AEG war das Pendant immer gewesen zu Siemens. Also das waren die beiden großen Elektrofirmen, die gleichzeitig auch immer Kraftwerksbauer waren. Dann zur AEG, die rief mich, als es ernst wurde mit dem Bau von Atomkraftwerken und boten mir an, eine Abteilung für Reaktorbau. Das war dann schon ein gutes Stück Karriere. Das erste große Projekt, was wir aus eigener Kraft bauten, war das Kernkraftwerk Lingen, was inzwischen abgeschaltet ist. Wir haben einen eigenen Typ entwickelt, Heißdampfreaktor, der sich nicht bewährt hat und auch in der Versenkung verschwunden ist. Und dann fing es an, langsam dieses kommerzielle Geschäft. In den 60er Jahren bis Anfang der 70er Jahre entwickelte sich das zu einem richtigen größeren Geschäft. Es waren, glaube ich, 8 oder 9 Kraftwerke im Bau, als ich dann dort absprang. Ich kriegte dann das Angebot, eine Tochterfirma von Siemens zu leiten, sogenannte Interatom, die sich mit Zukunftsentwicklungen befasste, uns vor allen Dingen mit der Entwicklung des sogenannten schnellen Brutreaktors. Das war damals sozusagen die große Zukunft, weil dieser schnelle Brutreaktor 50 mal weniger Uran brauchte für die Kilowattstunde Elektrizität und die Befürchtung war, dass Uran bald aufgebraucht sein werde. So alle großen Industriestaaten entwickelten an diesem Typ und das galt dann mal wieder als die große Zukunft. Und damit hatte ich wieder was recht Interessantes, bis mir der Verfassungsschutz dazwischen kam und mich Gott sei Dank von dieser Karriere erlöste. Das war dann 1976. Der Verfassungsschutz hat mich über einen sehr langen Zeitraum ständig begleitet. Ich glaube, es war mindestens ein Jahr. Dabei muss ein ganzes Heer von Verfassungsschützern aufgeboten worden sein. Und die hatten sich zusammengereimt, dass ich möglicherweise Terroristen Zugang zu Atomkraftwerken verschaffen könnte. Und das war eine der schrecklichen Visionen seiner Zeit, die also in der Politik schon rumgeisterten und im Verfassungsschutz, in der großen Öffentlichkeit nicht. Nämlich, ja, wenn Terroristen auf die Warte des Kernkraftwerks geraten, dann können sie den katastrophalen Unfall auslösen. Und nun ging das weiter. Aber die Befürchtung war dann einen Schritt vorher. Wenn sie auf der Warte sind und drohen, dann können sie den Staat erpressen. Also die Gefangenen freilassen oder weiß der Teufel was. Dann können sie den Staat erpressen. Dieses Szenario war in der großen Öffentlichkeit eigentlich nicht bekannt. Aber das geisterte doch schon im Verfassungsschutz herum und in den Sicherheitskreisen. Und nun wollte es der dumme Zufall, dass eine Bekannte von mir, eine Rechtsanwältin, eine Frankfurter Rechtsanwältin, einen Liebsten hatte, der tatsächlich Verbindungen zur Terroristenszene geschmiedet hatte. Sie müssen sich überlegen, was das für eine Zeit war. Das war diese, wohlgemerkt 76, die nach 68er Zeit, als sich die Baader-Meinhof formiert hatten und
die letzten Ausläufer der Studentenrevolte sich in solche kriminellen Vereinigungen kondensierten, die also ein Schreckgespenst der Politik wurden. So. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass dieser junge Mann, wes Geistes Kind er war. Ich hatte auch mit ihm persönlich eigentlich fast nichts zu tun, sondern es lief über diese Rechtsanwältin. Und es stellte sich dann später heraus, dass der tatsächlich, Joachim Klein heißt er, an dem OPEC-Überfall, das war glaube ich 1976, in Wien beteiligt war, wurde damals verwundet. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, was mit ihm los war, aber der Verfassungsschutz hat sich da dann so richtig schön was zusammengereimt. Der Verfassungsschutz hatte den Vorstand der Kraftwerkunion, ich führte eine Firma, eine Tochterfirma der Kraftwerkunion, von dieser Geschichte informiert und verlangt, dass also ich da aus dem Verkehr gezogen würde, damit ich nicht also diese Möglichkeit hätte, die Leute, die Terroristen in Atomkraftwerke reinzuführen. Auf diese Art und Weise bin ich dann von der Atomenergie befreit worden. Als ich anfing, gab es noch keine fertigen Kernkraftwerke, aber es waren schon welche im Bau. Das erste große Atomkraftwerk, was unter meiner Leitung entstand, also große kommerzielle, bis dahin hatten wir kleine und mittlere sozusagen diese Entwicklungsreihe gebaut. Das erste große kommerzielle Kernkraftwerk war in Würgassen und es war noch dort, so ungefähr 1970, dass es erste Demonstrationen gab. Das war ein total anderer Typ Demonstration, als es dann später sich entwickelte, später war es die Jungen, die zu Zigtausenden und Hunderttausenden die großen Demonstrationen beschickten. Auch natürlich nicht nur die Jungen, aber vor allem Jungen. Und dieses hier waren ältere Menschen, die einer Organisation, die sich Bund zum Schutz des Lebens oder so etwas nannte, also eine recht konservative Truppe, die dort marschierte, es waren auch nicht sehr viele, es waren vielleicht irgendwie 100, 200 oder 300. Das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam. Aber richtig ausgebildet hat sich die Anti-Atom-Bewegung erst Mitte der 70er Jahre. Die erste große Demonstration, die es gab, war 1974 in Wiel. Dort sollte ein Kernkraftwerk gebaut werden, das dann nicht gebaut worden ist. Dort gab es Großdemonstrationen, die eine merkwürdige Zusammensetzung hatten. Einerseits waren es junge Leute aus der ganzen Bundesrepublik und auf der anderen Seite waren es die Weinbauern, Wiel liegt in der Nähe vom Kaiserstuhl und die Weinbauern fürchteten, dass dieses Kraftwerk nicht explodierte, sondern dass der Kühlturm ihnen das Klima versaute für ihren Wein. Als es dann zu den großen Demonstrationen kam, Brockdorf mit einigen hunderttausend Leuten, sowas, da wurde das natürlich ernst genommen, weil jetzt reagierte auch die Politik drauf. Ich war seinerzeit, als Willy Brandt 1973 Demokratie wagen wollte, bin ich in die SPD eingetreten, was ungewöhnlich war für einen Industriemanager, der ich damals war, also im Direktorsrang bei Siemens. Innerhalb der SPD bildete sich dann die große Oppositionsbewegung innerhalb des Parlaments, die dann schließlich dazu führte, dass auch die SPD ja nun den Ausstiegsbeschluss formuliert hatte, 1986. Das kam dann zufällig mit dem Unfall in Tschernobyl zusammen. Ich war damals Mitglied der Kommission beim Parteivorstand, die über diese Atomenergiezukunft und überhaupt die Energiezukunft beriet. Und dort war sozusagen dieser Ausstiegsbeschluss schon vorformuliert, dass
Tschernobyl war dann so das Tüpfelchen aufs I, was dann auch dazu führte, dass es auf dem Parteitag, auf dem das dann beschlossen wurde, dieser Atomausstieg 1986, keinen ernsthaften Widerstand mehr gab, auch nicht mehr von Schmidt, ja. Na, ernst nehmen musste man das natürlich, denn wenn da ein paar hunderttausend Leute demonstrieren, ist ja auch klar, dass auch Politik darauf reagiert, nicht? Das war natürlich so, dass man zu Anfang in der Industrie meinte, das sind also nur Laien, die hier Dinge vorbringen, mit denen man relativ leicht fertig würde auf einer sachlichen Ebene. Das lief dann schon insofern anders, als sich dann junge Wissenschaftler formierten, die durchaus akribisch sich die Materie aneigneten, gründeten beispielsweise das Öko-Institut seinerzeit. Da kam dann schon eine fachlich sehr hochstehende Debatte zustande, die teilweise auch geführt wurde im wissenschaftlichen Raum natürlich, nicht nur in den Medien so. Und da ich ja relativ früh da ausgeschieden war aus der Atomenergie, wie gesagt 76, und dann aus ganz anderen Gründen, die zunächst nicht in der Sicherheit lagen, mich auf die Seite der Atomgegner stellte, war das natürlich auch etwas, ein gewisses Politikum, weil hier ja jemand war, von dem auch die Industrie nicht sagen könnte, dass er etwa ein Spinner wäre und von der Materie nicht so stünde. Ja. Ich wurde sensibilisiert gegen die Atomenergie durch etwas, was seinerzeit großes Furore machte und 1972 erschien ein Buch über die Grenzen des Wachstums, was den Kurs der Wachstumsgesellschaft als zerstörerisch darstellte und sozusagen Mitbegründer der Umweltbewegung war, weil ein großer Teil der Kritik an der Wachstumsgesellschaft war die Kritik an den Folgen dieser Wachstumsgesellschaft für die Umwelt. Das berührte mich deswegen insbesondere, weil ich jetzt zu jener Zeit der Brüderpapst hier in Deutschland war. Und der Brüder war eben dieses Versprechen, der Wachstumskurs kann sozusagen unendlich fortgesetzt werden, oder wenn nicht unendlich, dann aber doch für hunderte von Jahren. Der schnelle Brüder nutzt nicht nur das natürlich vorhandene Uran 60 bis 70 Mal besser aus, er erzeugt darüber hinaus zusätzlich Plutonium als Brennstoff für weitere Kernkraftwerke. Schnelle Brüter stellen für die zukünftige Deckung des Strombedarfs eine Hauptenergiequelle dar. Sie erfüllen zwei Aufgaben: Erzeugung von elektrischer Energie, Erbrüten von Kernbrennstoff. Ich hatte also auf der einen Seite, musste natürlich dann auch als jemand, der diese Entwicklung vorantreiben sollte, in die ja Riesenmengen an Staatsgelder ging. Allein dieser Brüter in Kalka, der unter meiner Leitung entstand, kostete 7 Milliarden D-Mark Steuergelder. Das musste der Öffentlichkeit auch immer wieder vermittelt werden, wie wichtig das ist. Und ich hatte also natürlich dann in der Funktion des Chefs dieses Industrieunternehmens auch die Verpflichtung, da hier kräftig Propaganda zu machen. So. Und das schnitt sich nun, ich wurde sehr berührt von diesem ganzen Wachstumsdiskussion, sodass ich jetzt in die Zwickmühle kam zwischen einerseits dem, was ich machte, und vor allen Dingen dem, was ich der Öffentlichkeit über dieses, was ich machte, erzählen musste, und dieser tiefgreifenden Skepsis, die sich bei mir einnistete. Das brachte mich also dann so in Mitte der 70er Jahre dazu, dass ich da ausscheiden wollte und irgendetwas ganz anderes anfangen wollte. Und nun wollte es der Zufall, dass mir der Verfassungsschutz dann
die Gelegenheit verschaffte, daraus zu gehen. Es gab doch in der Zeit, als ich noch diese Brüdergeschichte machte, da gab es doch etwas, was allerdings spezifisch war für den Brüder. Der Brüder hatte eine Möglichkeit, einer, ich sage es mal mit nicht fachgerechten Worten, zu explodieren, nach Art einer Atombombe. Das machen diese Wasserreaktoren, können so nicht explodieren auch, sondern da brennt dann der Kern durch und dann wird, das ist ein langsamer Prozess und dann langsam in dem Sinne, dass es nicht in Sekunden abläuft, sondern in Stunden oder Tagen und dann wird es diese Riesenmenge Radioaktivität, die im Reaktorkern gebunden sind, können in die Umgebung gelangen. So war das dann bei Tschernobyl, das ging auch nicht innerhalb von Sekunden ab. Wichtiggehend berührt war ich dann, als ja nur 2-3 Jahre nachdem ich ausgeschieden war, das erste richtig große Unfall war, der eine Fast-Katastrophe war, der fast die Ausmaße von dem Tschernobyl angenommen hätte in Amerika. Das war der Unfall des Reaktors Three Mile Island, bei dem es wirklich zu diesem Vorfall der Schmelzen des Reaktorkerns mit Freisetzung dieser großen Menge an Radioaktivität kam. Ich habe natürlich diesen Unfall sofort sehr, sehr hautnah verfolgt und dabei auf etwas gestoßen war, was mir vorher nicht so aufgefallen war, nämlich dass hier eine große Rolle spielten kleine menschliche Fehlhandlungen. Nicht eine große menschliche Fehlhandlung, die alles ausgelöst hat. Nicht ein großes Versagen eines Bauteils oder sowas, sondern ein Ineinandergreifen von menschlichen Fehlhandlungen, die sich dann dadurch verstärken, so war das sehr bei der Zimmer-Eimel, dass die Betriebsmannschaft, die den Reaktor steuern muss, jetzt plötzlich ganz durcheinander gerät und gar nicht mehr weiß, was sie macht, weil sie völlig aus den normalen Gleisen raus ist, als sich dort zeigte, dass dieser große Unfall sich entwickelte. Dieses Zusammenwirken von kleinen Fehlhandlungen, die sich gegenseitig hochschaukeln, war auch bei Tschernobyl der Anfall. Es war interessant. Es war wahnsinnig interessant, es war also die größte technische Herausforderung, die man sich denken konnte in einem großen Stil, weil es war gleichzeitig ja ein Milliardenprojekt. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wenn ich schon mal so einen Beruf habe, Ingenieur, dann gab es nichts Interessanteres als das. Aber ich war skeptisch gegenüber dem Brüter, keineswegs wegen Sicherheitsproblematik. Auf die stieß ich dann erst bei der intensiveren Beschäftigung mit dem Brüter, als ich dann diese Funktion übernommen hatte. Sondern ich glaubte nicht so recht an den kommerziellen Erfolg. Gerade das, was mich so faszinierte, nämlich die technische Herausforderung, könnte so, hatte ich mir zusammengereimt, dass es am Ende so teuer würde, dass der, und das war dann auch so, das hat sich dann auch so herausgestellt. Deswegen ist die Brüderentwicklung in all den Ländern, die hier Vorderfront gemacht hatten, also das ist die USA, das sind Frankreich, England und Deutschland, völlig eingestellt worden. Von den Ländern, die seinerzeit dabei waren, hat nur noch Russland einen Brüter im Betrieb. Und es sind ein paar Exoten, die jetzt wieder glauben, dass sie den Brüter doch noch entwickeln können. Das sind die Südafrikaner und die Inder.